Brinkmann Asmuth heute mit Sebastian Schaier, er ist neuer Generalsekretär der FDP und möchte 2016, in einem Jahr, wird gewählt im September, wieder mit der FDP in das Abgeordnetenhaus reinziehen. Deswegen diskutieren wir heute schon, was die Partei, die FDP, vorhat und er selbst als Generalsekretär. Die letzte Frage vom Kollegen Gerion Asmuth von der Taz gestellt. Wie schaffen Sie es oder wie wollen Sie es schaffen, erschwinglichen Wohnraum für die, sagen wir mal, die unteren Schichten zu bauen, dass die sich auch Wohneigentum leisten können. Geht nicht um Miete, Wohneigentum. Das ist ihr Schwerpunkt. Das Teure ist ja der Bau und die Ausführung. Das heißt, wir müssen bei den Baukosten anfangen zu reduzieren. Und wenn ich mal allein die neue Energieeinsparverordnung nehme und sich alles unter dieses zu ordnen hat, dann sind das etwa 6 bis 10%, die schon an Baukostensteigerung dazukommen. Mhm. Also aus meiner Sicht können wir bei der Energieeinsparverordnung Stand 2013 bleiben und brauchen nicht die Novelle, die für 2016 ansteht. Und wir müssen auch nicht immer alles unter diese Frage... Also Standard senken, um das präzise zu formulieren. Das wäre ein Weg. Standard senken, dadurch Baukosten senken, dadurch die... Genau. Erwerbskosten senken. Ja. Und Erwerbsteuer als Plus wird erlassen für diejenigen, die also eine bestimmte Grenze nicht überschreiten. Das wäre doch schon mal was. Ja. Ja. Wenn Sie auf FDP, wir sind für Eigentum. Eigentum ist aus meiner Sicht nichts Verwerfliches, im Gegenteil. Ja. Wir haben nicht gesagt, nein, ganz im Gegenteil. Ich habe nur gerade Ihr Wahlprogramm formuliert, zumindest in einem Punkt. Ja, das ist ein Punkt. Wir haben andere Punkte, wie Bildungspolitik. Ganz kurz angeschwungen, da gehört die Bildungspolitik auch zu und das ist das große Thema Flüchtlinge. Also eins der ganz großen Themen, wenn nicht gerade das größte in Berlin überhaupt. Das fängt an mit der Wohnungspolitik und da habe ich es mir tatsächlich hier mal irgendwo aufgeschrieben auf meinem schönen Zettel. Parteitagsbeschluss vom März der FDP, da geht es, steht der schöne Satz, die Wohnungssuche obliegt dabei der Verantwortung der Asylbewerber. Ha! Großer Witz, oder? Sie wollen tatsächlich den Asylbewerbern sagen, seht doch zu, wie ihr zurechtkommt auf dem Berliner Wohnungsmarkt? Also wir wollten jetzt über Bildungspolitik sprechen. Nein, das ist noch der Anschluss an die Wohnungspolitik. Schlagen Sie mal die Brücke zur Bildungspolitik. Bleiben wir kurz bei, das ist nämlich das erste Problem. Das zweite Problem, dass Sie sagen, Sie wollen eine Bildungspolitik für Flüchtlinge, habe ich richtig verstanden? Die FDP hat gefordert, 10% der Ausgaben für Flüchtlinge in Bildung zu stecken. Gute, tolle Initiative, absolut d'accord. Ja. Das Problem ist nur, die müssen ja erstmal irgendwo wohnen. Ja. Also wo sollen Flüchtlinge wohnen und sie wollen tatsächlich, dass die sich selber in Eigenverantwortung in dieser Stadt, die es nicht mal auf die Reihe kriegt, die ordentlich zu registrieren und irgendwo unterzubringen, selber eine Wohnung zu suchen? Also Sie sprechen ja ein Kernproblem an, die Grundlagen. Ja. Und die Grundlagen sind ja katastrophal in Berlin. Und wir müssen uns ja mit der Frage beschäftigen, wie kann man Flüchtlinge schneller registrieren, wie kann man die Abläufe alle optimieren. Und ich denke, da hilft zum Beispiel eine elektronische Akte, damit möglichst schnell gewisse Dinge erfasst werden können. Da laboriert Berlin seit 4 Jahren dran. Jetzt wäre sie notwendig, jetzt würde sie dazu führen, Verfahren zu beschleunigen und auch notwendige Daten zu erheben. Also elektronische Akte heißt für alle, die es nicht verstehen, dass die Sachen im Computer sind und nicht nur auf Papier von A nach B getragen werden und verloren. Mit dem Wägelchen geschoben. Ja, genau, so ist es nämlich im Lagi so, genau, zum Beispiel. Das wäre ein Anfang. Okay. Und in der Folge ist es doch so, dass sich jeder in dieser Stadt um seinen Wohnraum selbst bemühen muss. Und wir möchten hier auch die Flüchtlinge ja nicht an der Stelle bevormunden. Wir nehmen sie überall da, wo es notwendig ist, an die Hand. Und wir reden ja über die Frage Wohnungssuche nicht jetzt mit dem Ankommen, sondern wir reden über die Frage der Wohnungssuche zu einem viel, viel späteren Zeitpunkt. Und deswegen war es auch so wichtig, dass wir eingangs die Frage diskutiert haben, wie gehen wir eigentlich mit denen allen um? Mhm. Nicht nur mit den Flüchtlingen, sondern auch allen, die Berlin höchst attraktiv finden und hierher kommen wollen und kommen. Grenzen dicht machen? Um Gottes Willen, nein. So. Aber ein Flüchtling kann doch nicht, ich wiederhole mal seine Frage und dann springen wir zur Bildung über. Ein Flüchtling kann doch im Ernst nicht selber auf den Wohnungsmarkt gehen, der kann doch nicht mal die Deutsche Zeitung lesen. Na gut, von welchem Zeitpunkt sprechen wir denn, wo dieser Flüchtling der will sofort ein Dach im Kopf sich haben. Anfängt mit sofort. Der Frage einer Wohnungssuche beschäftigen? Ja, zunächst ankommt. Einmal müssen ja erstmal alle Verfahren geprüft werden, ob dieser Flüchtling ein Bleiberecht hat und vieles mehr. Mhm. Dann müssten wir uns erstmal mit der Frage beschäftigen, wie können wir Flüchtlinge auch in den Arbeitsmarkt integrieren. Wir haben Erstaufnahmen, wir haben Flüchtlingsheime und der dritte
Punkt. Und die dritte Stufe ist ja letztlich erst die, wo es um die Frage der Wohnungssuche geht. Nämlich dann, wenn eine klare Entscheidung getroffen ist. Das ist schon klar, aber zum Beispiel bei den Syrern ist es ja Fakt, mehrere tausend von denen sitzen in irgendwo in Notunterkünften. Ja. Die Verfahren sind abgeschlossen. Die könnten eigentlich auf den Wohnungsmarkt gehen, in Eigenverantwortung sich was suchen. Die finden natürlich nichts. So, das ist das Problem. Und Ihre Antwort darauf? Was würden Sie anders, was würden Sie besser machen? Also dafür gibt es ja entsprechende Institutionen, die auch zur Seite stehen, auch bei jedem im Übrigen Sozialhilfeempfänger, Hartz-IV-Empfänger, der ja auch Hilfe vom Staat bekommt. Und das, was wir unbedingt vermeiden müssen, ist hier eine Neiddiskussion aufkommen zu lassen. Wir müssen beiden in gleichermaßen helfen, beiden Gruppen. Und beide haben im Übrigen auch das Recht, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und da hält der Staat genügend Optionen und Möglichkeiten vor, um sich Hilfe zu suchen, um auf diesem Weg begleitet zu werden. Das heißt, er muss eigeninitiativ werden, der Flüchtling. Das muss er begreifen und sagen, du kriegst Hilfe in diesem Staat, aber du musst erstmal selber losgehen. Ja. Ja, typisch FDP ist gut, finde ich auch gut, so soll es sein und nicht immer sagen, der Staat kommt schon. Wir müssen springen. Aber, nein, Hilfe zu Selbsthilfe, dieses 10% Bildungsprogramm, um das Thema da einzubringen. Was konkret stellen Sie sich da vor? Nein. Außer 10%, das ist irgendeine Geldsumme, da kann ich ja alles mitmachen. Also wir merken ja, dass die Berliner Schulen ohne Flüchtlinge schon an der Grenze ihrer Kapazitäten laufen. Wir merken, dass die Klassen viel zu voll sind, dass die Verhältnismäßigkeit dort nicht mehr stimmig ist und dass das auch im Übrigen zum Lern- und Leistungsniveau im negativen Sinne beiträgt. Mhm. Und deswegen muss natürlich, wenn wir mehr Flüchtlinge in eine sogenannte Integrationsklasse oder in den Berliner Schulalltag integrieren wollen, braucht man natürlich auf der anderen Seite möglicherweise auch mehr Personal. Man braucht kleinere Klassen. Man hat eben ganz andere Herausforderungen im Alltag, im schulischen Alltag zu bewältigen. So, dass letztendlich alle davon profitieren wollen. Genau. Egal, ob Flüchtlingskinder oder nicht Flüchtlingskinder. Dann Integration kann ja auch nur dann gelingen, wenn das nach wie vor in der Balance bleibt, bleibt und es kein krasses Missverhältnis gibt. Und deswegen braucht es auch mehr Geld. Also ist das ist ja dann immer die Frage bei der FDP, die immer so bei Staatsausgaben so ein bisschen versucht runterzukochen. Also die zu 10% legen Sie obendrauf auf das, was jetzt schon ausgegeben wird, oder knapsen Sie es irgendwo anders wieder ab und nehmen dann 3 Betten aus der Notunterkunft, oder wie soll das finanziert werden? Das muss natürlich so finanziert werden, dass es aus den bestehenden Töpfen kommt. Auch da warne ich davor, im Übrigen eine Diskussion aufkommen zu lassen, irgendwo anders in der Stadt etwas zu verknappen, sondern das muss aus dem, was vorhanden ist, umgesteuert werden. Und das ist übrigens eine Leistung, die Bildungssenatorin leisten muss. Das ist eine Leistung, die der Berliner Senat gemeinsam einmal diskutieren muss. Und damit bin ich wieder bei der Ausgangssache. Dieser Senat in Berlin beschäftigt sich nicht mit den Fragen von morgen. Er beschäftigt sich nicht mit der Frage, wie soll Berlin 2030 aussehen? Wie gehen wir mit den wesentlichsten Problemen, die diese Stadt hat, um? Wie sieht denn Berlin 2030 aus, wenn es nach Ihrer Meinung nach geht? Also wo muss es denn hingehen? Also ich glaube, dass Berlin 2030 so aussieht, dass wir eine intakte Infrastruktur haben, wenn es nach uns ginge. Infrastruktur heißt auch, nicht nur in Straßen und ÖPNV zu investieren, sondern eine Stadt, die wächst, auch überall mitwachsen zu lassen. Das heißt, wenn ich mir heute einen Termin beim Bürgeramt besorgen möchte, dann habe ich den auch übermorgen oder in einer Woche, aber nicht in 3 oder 4 Monaten. Nein, so wie ich heute gelesen habe oder in diesen Tagen gelesen habe, 2 Jahre muss ich jetzt auf den Pass warten. Da muss die Stadt eben auch Dienstleister werden. Das ist Aufgabe des Staates. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, die Berliner FDP ist extrem für mehr Staatsausgaben, für mehr öffentliche Verwaltung. Wir sind für einen funktionierenden Staat. Und ich glaube, dass das unheimlich wichtig ist, um den Herausforderungen dieser Stadt auch gerecht zu werden. Warum funktioniert es nicht? Weil die Mitarbeiter zu doof sind? Oder weil es dort an Geld fehlt? Oder weil es einfach viel zu wenig Mitarbeiter sind? Es funktioniert nicht, weil wir nicht zeitgemäß sind. Ich glaube, dass Berlin eben noch nicht digital denkt, sondern nach wie vor analog, dass gewisse Sachen nicht genutzt werden, wie zum Beispiel die vorhin erwähnte elektronische Akte. Ja. Und dass auf der anderen Seite extreme Optimierungsmaßnahmen nicht erkannt werden. Also ich gehe mal zum Thema Sicherheit über. Die Frage ist ja nicht, ob wir mehr Polizisten einstellen müssen, sondern die Frage ist, müssen Polizisten sich tatsächlich in dieser Stadt
mit überwiegend Verwaltungsaufgaben beschäftigen oder können wir dafür sorgen, dass das im Rahmen einer Dienstleistung erbracht wird und die Polizei mehr auf der Straße präsent ist? Das Gleiche gilt auch im Übrigen für die Bürgerämter, wo man entsprechend auch optimieren kann und Synergien und Vorteile herausziehen kann. Das heißt, mit der FDP wird Berlin moderner. Stabiler, mit der FDP wird Berlin sicherer. Moderner, sicherer. Mit der FDP in Berlin wird vor allen Dingen auch die Bildungspolitik wieder eine andere sein. Wir werden dafür sorgen, dass auch der Leistungsgedanke wieder eine Rolle in einer Berliner Schule spielt, den wir derzeit nicht mehr erkennen können. Dafür werden wir auch wieder eintreten. Wovor Bildungspolitiker dringend warnen und sagen, es ist ein großer Fortschritt, dass wir sowas wie Gemeinschaftsschule haben, die verschiedene Geschichten integrieren. Das können sie ja machen, so aber wir sehen ja die Auswirkungen, wo es hinführt. Und ja, wir klar, mehr Leute schaffen einen vernünftigen Schulabschluss. Die Frage ist ja, auf welchem Niveau mehr Leute einen bestimmten Schulabschluss schaffen. Das ist doch die entscheidende Frage. Und die Frage ist doch, wird in dem späteren Berufsleben der Leistungsgedanke ausgeblendet? Findet der nicht mehr statt? Findet der in den Unternehmen in Berlin nicht mehr statt? Ich glaube schon, dass der stattfindet. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, es ist die Aufgabe der Berliner Schulen, ihre Kinder darauf vorzubereiten, dass sie in eine solche leistungsorientierte Gesellschaft eintreten. Und da müssen wir ihnen nichts vorspielen, weil in der Realität kommen sie unheimlich schnell an. Und wenn wir über Wirtschaft 4.0, über Digitalisierung 4.0 reden, dann ist die wesentlichste Grundlage aus meiner Sicht die Grundschule. Also Stress. Und dann sollten wir, lassen Sie mich ausführen, dann sollten wir in der Grundschule auch darauf achten, dass man nicht in der ersten und zweiten Klasse schreiben kann, wie man denn möchte und ab der zweieinhalbsten Klasse oder dritten Klasse wird dann nach Duden geschrieben, sondern dann sollten wir genau darauf achten, dass wenn die Grundschule die Grundlagen legt, auch Rechnen, Schreiben und Lesen die wesentlichsten Themen in den Unterrichtsalltag sind. Wir sind fast am Ende, Herr Kollege. Ich lasse zusammenfassen, heißt das Stress für Grundschüler schon, damit sie den Gesetzen des Marktes besser angepasst werden? Ich finde, Sie überzeichnen das alles. Eindeutig, Sie absolut. Auch. Absolut. Ich beschäftige mich mit der Realität. Und polarisiere und polemisiere das nicht, so wie Sie das tun. Und leider ist die Realität so, dass unsere Sendezeit zu Ende ist. Sie haben noch eine kurze Antwort auf eine kurze Frage. Wie wird der Slogan der FDP heißen für die Wahl 2016? Uns gibt's noch. Uns gibt's noch? Wir werden da sein. Und den Slogan kann ich Ihnen heute noch nicht verraten. Das wird eine große Überraschung. Schicken Sie uns doch mal per Mail. Wir werden da sein, ist auch ein schöner Slogan. Unsere Zeit ist leider um, aber wir werden Herrn Sebastian Schayer als Generalsekretär der FDP mit Sicherheit im Wahlkampf in den nächsten Monaten noch öfters hier haben. Ich bedanke mich bei meinem Kollegen Gerion Asmuth von der Taz. Danke auch bei Peter Brinkmann von TV Berlin. Und wir beide bedanken uns bei Sebastian Schayer. Viel Dank Glück bei Ihrer Arbeit als Generalsekretär der FDP. Und Sie brauchen 5+. Ja, da muss noch ordentlich was gemacht werden. Und wenn Sie einen guten Slogan haben, schreiben Sie uns mal. Ich leite das weiter. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns dann nächsten Dienstag wieder. Bis dahin, tschüss.